Internet der Dinge. Es wäre toll, wenn es funktionieren würde. Denn ein großer Teil vom Internet der Dinge ist der Internetteil. Und wir benutzen Wi-Fi und andere drahtlose Protokolle. Und dieser Vortrag hier wird einen Blick auf LoRa werfen, ein Low Power, also ein Niedrigstrom drahtloses Netzwerk. Matt Knight wird uns diesen Vortrag halten. Vielen Dank und vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es freut mich. Ich werde über den LoRa Physical Layer reden. LoRa ist für das Internet der Dinge definiert. Ich bin ein Ingenieur, ein Software-Ingenieur mit Bastille-Netzwerk. Mein Hintergrund ist in Sicherheit für Radio Frequency. Und ich mache die Software-Stacks, ich mache den Hardware-Layer und vor allem das, was ich euch heute erzählen werde. Ich werde euch keine Zero Days oder irgendwelche Breaks zeigen. Und aber wir werden uns ein ganz neues Protokoll anschauen. Wer hat schon mal von Software Defined Radio gehört? Was ist ein Fast Fourier Transform? Wer weiß das? Was ist ein Symbol in dem Kontext eines drahtlosen Protokolls? Warum ist Netzwerkforensik interessant? Warum ist es relevant und warum ist es wichtig? Cisco, die Internetgruppe, also die Abteilung bei Cisco, hat hier eine Statistik, die sagt, 50 Milliarden Geräte werden in 2020 am Internet angeschlossen sein. Those tools that we come to rely on every day exist because somebody thought to look below the layer they had and make it. And I believe that ich glaube, low-level security ist wichtig für um eine vernünftige Sicherheit auf diesen Schnittstellen hinzubekommen. Wir werden anfangen mit LPWANs auf einem hohen Level und dann reden wir über Funkübertragungskonzepte und dann zeige ich euch mein Reengineering des LoRa physikalischen Layers von LoRa und dann zeige ich euch noch das Tool GeoLoRa, also eine Open Source Implementierung des LoRa Physical Layers. Also was ist LoRa? Es ist ein drahtloses Protokoll für das Internet der Dinge. Ja, und das ist ein ziemlich schmutziger Begriff, weil IoT bedeutet in Wirklichkeit vernetzte Embedded-Geräte. Und all diese Begriffe gehören irgendwie dazu. Das sind Funkschnittstellen, Bluetooth 802.11, Bluetooth Low Energy, Zigbee und so weiter. Und mit diesen ganzen Standards, was ist das Problem mit diesen ganzen bestehenden Standards? Alle müssen irgendwie lokal konfiguriert werden. Das heißt, wenn man ein Gerät aufsetzt, einige davon brauchen Gateways, um zum Internet verbunden zu werden. Und im Fall von 802.11 Wi-Fi ist es sehr, sehr stromintensiv, was ein Problem ist, wenn man es batteriebetrieben haben will. Okay, was ist mit Cellular, also mit dem Mobilfunknetz? Es funktioniert eben über alles. Funktioniert überall, es ist leicht zu installieren, aber es braucht Strom und es ist am Auslaufen. Also in den Staaten wird AT&T das 2G-Netzwerk abschalten in 2 Tagen, am 1. Januar 2017.
In Australien sieht es genauso aus und die hat schon abgeschalten und also das heißt, 2G ist, braucht nicht viel Strom, ist ziemlich billig. Also eigentlich wäre es genau das, was man braucht. Aber es läuft aus, also müssen wir es ersetzen. Das heißt, was bleibt? Wir haben 3G, das können wir machen, es ist aber teurer. Aber es braucht mehr Strom. Aber wir können, oder wir warten auf 3GPP. Und warten darauf, dass die ihren Internet of Things fokussierten Standard rausbringen. Aber das wird Ende des nächsten Jahres rauskommen, wenn überhaupt so früh. Das heißt, bis dahin haben wir ein Riesenloch im Markt. Also wenn man ein eingebettetes System entwickeln wird mit dieser Art von Verbindungstechnologie, dann muss man sich woanders orientieren. Und an dem Punkt kommen LPWANs, also das heißt Low-Power Wide Area Networks ins Spiel. Die Architektur ist das gleiche. Das heißt, wir haben ein Netzwerk von Basisstationen und Gateways auf der ganzen Welt und und das heißt, man hat ein Sternnetzwerk, alle Nodes verbinden sich zu diesen Base Stations und die verbinden ins Internet. Da gibt es eine Tonne von Standards, die darum aufpoppen jeden Tag. Aber die meisten, die zwei mit dem größten Abdruck im Moment sind LoRa und Sigfox. Entschuldigung, das zweite war, glaube ich, nicht LoRa. The Wall Street Journal wrote an article recently that stated they were investigating a US IPO soon. Additionally, Senate and Actility, two of the biggest backers of the LoRaFi, have raised a combined 51 million. Senate und Actility sind die größten Unterstützer davon und die haben 51 Millionen für LoRa eingesammelt. Wenn wir sagen, dass die für das Internet der Dinge optimiert sind, dann sagen, aber reden wir über zwei Dinge. Zum einen halt, dass sie halt batteriesparend sind. Sigfox sagen, dass sie also 10 Jahre mit einer einzigen Batterie zurechtkommen können und lange Distanz. LoRa redet von 13,6 Meilen. Wenn man das mit den anderen Vorgängern vergleicht, dann ist das sehr, sehr viel besser. Wie kriegen die das hin? Naja, die machen andere Kompromisse. Also die schalten das zwischendrin ab, sowohl wenn sie abschalten, als auch wenn sie wieder anschalten. Dann sehr, sehr wenig Daten. Sigfox sagt, man kann nicht mehr als 12 Bytes 140 Mal am Tag schicken. Ein anderer Standard, Weightless N, der sagt, er kann nur was schicken, aber er kann nichts kriegen. Wenn man also was da draußen hat, dann könnte man keine Updates hinschicken. Und die LoRa-Klasse-A-Geräte können nur kurz nach dem Senden etwas empfangen. Wenn ich also jemand bin, der sowas betreibt, dann muss ich warten, bis das Ding sich meldet und dann sofort die Antwort schicken. Und das ist ein Kompromiss. Und darum sind sie gebaut, aber dafür kriegen sie halt tolle Performance. So, Semtech ist eine französische Mikroprozessorfirma und die haben LoRa entwickelt. Dieses physikalische Spezifikation ist patentiert worden im Juni 2014 und das wird unterstützt von der LoRa Alliance, die das halt jetzt verwaltet. Jetzt werde ich mal hier ein paar Begriffe klären. LoRa bezieht sich nur auf den physikalischen Layer und das WAN, das beschreibt die anderen Dinge noch mit dazu. Media Access, dann
Network und die Anwendung, die da reingebaut ist. Der File-Layer, der ist komplett geschlossen und der Warn-Layer, der ist sehr interessant. Die haben über Sicherheit sehr stark nachgedacht. Im Feld habe ich den Endpunkt neben einem Wi-Fi-Netzwerk. Und danach ist alles kommerzielle IP-Netzwerke. Das Roaming funktioniert über mehrere Netzwerke und ich kann zu anderen Sendern, Empfängern gehen und trotzdem kann mein Anwendungsserver damit verbunden werden und immer noch damit reden. Die haben unterschiedliche Schlüssel. Einmal gibt es den Netzwerkschlüssel, der von meinem Endgerät zum Netzwerkserver geht, und dann habe ich den Anwendungsschlüssel, der ist End-to-End von der Anwendung bis zum Anwendungsserver. Das Netzwerk wird niemals meinen Verkehr unverschlüsselt sehen. Außerdem haben sie pro Gerät einen eigenen Schlüssel. Das ist optional. Man kann das richtig machen, aber der Implementierer, der muss das richtig machen. Es sind ein paar gute Sachen noch, die passiert sind. Das war jetzt über LoRaWAN. Ich habe euch gesagt, dass es oben über diesem physikalischen Layer ist. Und jetzt rede ich nur noch über den Layer darunter. Was ist daran interessant? Defining features of LoRa and Sigfox, the two biggest LPWANs, is that they're designed to use what are called ISM spectrum. At least that's what it's called in the United States. Also LoRa und Sigfox benutzt das ISM-Spektrum. Das heißt, steht für industriell, wissenschaftlich und medizinisches Geräte. Also dieses Band ist für diese Geräte gedacht. Und das Tolle daran ist, dass man keine Lizenz für dieses Band erwerben muss. Das heißt, man muss jetzt man kann einfach ein Gerät bauen und das benutzen. Also ich kaufe mir ein Gerät geheim, stecke es ein und benutze es, und ich brauche keine spezielle Lizenz, um das zu betreiben. Und da es mit diesem Standard gebaut wurde, ist es oder entwickelt wurde, ist es kompatibel mit allen anderen Geräten, die da drin arbeiten. Und das ist ganz nett. Viele Geräte. Okay, und es läuft im gleichen Spektrum mit Babyphonen und so weiter und so fort. Okay, im Gegensatz zur Mobilfunktechnologie, wo man eben Rechte braucht oder Rechte erwerben muss, um auf bestimmten Teilen des Spektrums senden zu dürfen. Und diese Spektren sind wirklich Millionen von Dollars wert. Es ist sehr, sehr teuer, auf diesen Bändern zu arbeiten. Auf der linken Seite haben wir ein Excel-Dokument, wo man, da geht es um den Wiederverkauf von Frequenzbereichen, das für Fernsehen gedacht war. Und wenn man jetzt in diesem Niederfrequenzspektrum arbeiten will, dann zieht man seine Brieftasche raus, schreibt einen 900 Millionen Dollar Check und dann kann man das machen. Also man sieht, das ist ziemlich teuer. Okay, wir können dann den Hut rumgeben und vielleicht können wir uns dann hinterher ein Stück Spektrum kaufen. Am Ende vom Vortrag. Okay, wir haben so ein klassisches Telekom-Modell so wie Senet, die für IoT-Applications to ride on top of that traffic as well. And you'd operate with them just like you would operate with like Verizon or AT&T or Deutsche Telekom. Okay, man kann mit denen arbeiten, wie mit der Telekom oder wie mit TNT und so weiter. Es ist auch interessant, dass KPN LoRa im Einsatz hat, in den kompletten Niederlanden im Einsatz hat. Okay, das ist die kommerzielle Seite. Auf der anderen Seite haben wir Crowd-Source-Netzwerke. Okay, die haben in der Cloud ein Netzwerk von. Okay, wenn man in Europa.
Okay, wenn man in Europa was mit LoRa machen will, dann kann man sich so einen Server mieten, kann den Service darauf konfigurieren und das dann einfach nutzen. Okay, und letzten Endes haben wir Leute wie Travis Goodspeed und seine Freunde, die LoRa mit Ham benutzen. Das heißt, man kann mit LoRa im Amateurfunkbank betreiben. Und die entwickeln ein LoRa-basiertes Mesh-Networking-System, okay, das ist noch nicht öffentlich, aber er hat zugestimmt, dass ich euch sagen darf, dass er daran arbeitet und dass das am Kommen ist. Okay, das ist ein ziemlich anderes, ziemlich neues Paradigma. Und ist anders als das, was wir bisher benutzt haben. Okay, ein paar Hintergründe zu LoRa. Wir werden gleich in den technischen Tiefen absteigen, aber vorher, bevor wir das machen, will ich einen Crashkurs geben über Funkübertragung. Okay. Okay, wir werden das sehr, sehr schnell durchziehen und ich werde ein paar essentielle Punkte rauspicken und ich werde ein paar Kernkonzepte rausgreifen und da können wir dann später darauf zurückkommen. Okay, wenn wir über die physikalische Schicht reden, die physikalische Schicht definiert, wie die Bits meiner Datenübertragung in physikalische Phänomene im umgesetzt werden. Und das heißt, die Bits werden hier in Radiowellen, wie die in Radiowellen übersetzt werden. Und das heißt, was ist RF? Das sind einfach elektromagnetische Wellen, die einfach überall sind. Und wie kann ich die manipulieren? Okay, ich kann jetzt einfach einen Chip bauen, der das in Hardware macht, fest definiert. Oder ich kann ein Software-Defined Radio benutzen. Das heißt, sehr viel von der... Und das heißt, ich kann die protokollspezifischen Komponenten in Software implementieren, statt... auf dem Chip direkt. Und SDRs haben sich in den letzten Jahren wirklich ziemlich stark entwickelt und sind sehr mächtig geworden. Okay, und wir werden eine Menge über Hardware-Defined und Software-Defined Radios sprechen in diesem Vortrag. Okay, die physikalische Schicht hat eine Hauptkomponente, also es hat einige, aber das ist die Hauptkomponente, ist die Modulation. Und das ist der Algorithmus, der definiert, wie die Bits in RF, also in elektromagnetische Felder übersetzt werden. Und die Hauptparameter sind Amplitude, Frequenz und Phase. Und wir können die alle manipulieren. Modulatoren können analoge oder digitale Informationen modulieren. Wir reden heute über digitale Informationen. Okay, und ein Grundkonzept ist das des Symbols. Sehr, sehr wichtig, sich das zu merken. Es geht um ein Symbol ist ein einzelner Zustand des elektromagnetischen Felds, das einen bestimmten Informationssatz definiert. Zum Beispiel hier haben wir zwei Bilder von verschiedenen Modulationsarten. Und damit man einen Eindruck gewinnt, worüber ich rede. Hier oben sieht man Frequency Shift Keying. Man sieht, das Signal wechselt zwischen zwei verschiedenen Frequenzen. Und welches Symbol gerade vorhanden ist, hängt von der aktuellen Frequenz ab zu einem Zeitpunkt. Das heißt, man kann es sich so vorstellen, wenn die niedrige Frequenz gesendet wird, ist es eine 0 und wenn eine hohe Frequenz gesendet wird, ist es die 1. Und man kann es vergleichen mit der analogen Modulation und mit On-Off-Keying, wo einfach die 1 ist, wenn überhaupt ein Signal da ist, die 0, wenn keins da ist. Okay, mit komplexeren Internet-IoT-Physical-Layers kriegen wir es
haben wir. Okay, da haben wir mit Rauschen zu kämpfen und das kann man mit Spread Spectrum angehen. Okay, wir werden zwei verschiedene Sender benutzen, Senderempfänger. Und das eine ist ein Hardware-Defined Radio, das ist ein Microchip LoRa-Implementierung, RN. Genau. Und das wird unser, den werden wir als Sender benutzen. Und das zweite ist ein SDR, Software Defined Radio. Und was das macht, ist, es zeichnet einfach rohe elektromagnetische Informationen aus der Luft auf und gibt es an den Computer weiter, wo ich die weiter verarbeite. Okay, was ich dann noch besprechen will, ist die FFT, Fast Fourier Transformation oder schnelle Fourier Transformation. Was das macht, ist, es nimmt ein Signal und zerlegt es in alle einzelnen Sinusfrequenzen, aus denen es aufgebaut ist. Jedes periodische Signal kann damit abgebildet oder dargestellt werden als Summe aus harmonischen Sinuswellen. Und es ist ein sehr, sehr starkes Tool, um Signale zu analysieren und darzustellen im Frequenzraum. Was aus der FFT rausfällt, ist ein Spektrogramm. Man sieht hier in der Y-Achse ist die Zeitachse und die in dem Signal enthaltenen Frequenzen sieht man auf der X-Achse. Und das heißt, man sieht auf der, und die Farbe bedeutet, wie stark bei dieser Frequenz gerade das Signal ist an diesem Zeitpunkt. Okay, ich gehe nochmal über ein paar von diesen Konzepten, während wir drüber gehen. Also bitte lauf nicht weg. Ich habe einen Haufen Bilder, die damit hoffentlich beim Verständnis helfen werden. Okay, sehen wir uns an, wie das LoRa Physical Layer funktioniert. LoRa basiert auf einer Modulation, die man Chirp Spread Spectrum nennt. Was ist ein Chirp? Ein Chirp ist ein Signal, dessen Frequenz sich kontinuierlich ändert, also steigt oder sinkt. Und es sieht im Spektrogramm sieht es ungefähr so aus. Und man sieht jetzt, die Frequenz steigt oder sinkt. Man kann dann also Up-Chirps oder Down-Chirps also haben. Und man sieht an der Frequenz. Und jetzt sieht man hier, die Frequenz ändert sich einfach mit der gleichen Geschwindigkeit, geht hoch und wenn ich an der Bandkante an meinen Höchstfrequenzanstoß, fängt es einfach bei der niedrigsten wieder an. Okay. Und die ganze Sache mit diesen Radios für IoT-Anwendungen. It's also really resilient to multipath and Doppler, which is great for urban and mobile uses. Okay, es ist resistent gegen Multipart und Doppler-Effekte, was sehr, sehr schön ist für Anwendungen in städtischen Gebieten. Und was sehr ähnlich ist zu Radar. Militärische Seeradars benutzen Chirps zur Pulskompression. Und es gibt ein Open-Source-Projekt, das ist der GNU Chirp Sounder, und der hat ähnliche Eigenschaften. Which is a similar over-the-horizon radar for visualizing ionospheric activity. Cool. So that's a little bit of background on the technology. Das ist ein bisschen Hintergrund für die Technologie. This is kind of my journey into starting to work with LoRa. Jetzt kommt meine Reise, wie ich mit LoRa angefangen habe. In 2015 habe ich hier diese Firma beigetreten. Wir haben entweder neue Funktechniken angeschaut oder wir haben uns darüber unterhalten. Bei dem ersten Meeting, bei dem ich dabei war, da haben sie über LP Low-Power-Warntechniken unterhalten. Über Weihnachten bin ich zurück nach New York gegangen, wo ich herkomme, habe eins gekauft und habe ein bisschen damit rumgespielt, habe geschaut, wo ich rauskomme. Und meine Kollegen waren in San Francisco, in Atlanta und wir haben es nirgendwo gesehen im Dezember.
Und zum Glück war ich ein bisschen später bei einem Meetup, wo ich die Firma Zenit getroffen habe, die in Cambridge, Massachusetts. Und ich habe ein Marketingvideo von dieser Firma gesehen. Und da habe ich gesehen, wie ein Techniker den Computer gemacht hat. Und da habe ich diese Karte gesehen. Und dann habe ich mal ein bisschen genauer geschaut und habe festgestellt, oh, das ist ja Portsmouth. Das ist eine Stunde weg von wo ich wohne. Und dann bin ich in mein Auto gestiegen und bin da so eine Stunde gefahren. Hab den Empfänger oben gehabt. Und dann war ich habe ich das Signal aufgezeichnet. Das war bei denen auf dem Parkplatz. Wenn man hier das obere Drittel anschaut, dann sieht man, dass das Signal immer nach oben geht und dann fängt es wieder von vorne an. Wenn man so Digitalübertragungen anschaut, dann weiß man, dass es normalerweise irgendwo einen Anfang gibt, bei dem man halt den Anfang macht, die Präambel. Und was man hier sieht, sieht aus wie zwei Viertel nach unten. Hallo, jetzt ist hier der Anfang zu Ende, jetzt kommen die Daten. Und am Schluss, dann geht es wieder zu Upchirps, das heißt, es geht nach oben und die springen im Band rum. Und es ist nicht zufällig, das sind die Daten, die in den Physical Layer encodiert werden. So. Und das hier ist die erste Ableitung, wie sich die Frequenz ändert. Also wir sehen, dass es die Sprünge gibt, aber die Veränderung der Geschwindigkeit ist immer konstant. Und wenn die Frequenz komplett ändert, dann ist das, dass an der Stelle die Daten moduliert werden auf den Chirp. Also ich sehe das also wie eine statische Carrier-Frequenz an, Trägerfrequenz. Und hier nehmen sie dieses Chirp-Signal als den Träger und modulieren das da drauf. Jetzt lass uns mal, wie das aussieht und ob wir ein paar Daten rausholen können. Bevor wir anfangen, das zu demodulieren, lass uns mal gucken, was wir darüber wissen. Wenn man ein bisschen offene Daten, Open Source Intelligence nutzt, dann kann man den Aufwand fürs Reverse Engineering reduzieren. Hier ist das Material, was wir gefunden haben. Wir haben eine Patentantrag gefunden in Europa und die sah sehr ähnlich aus wie das, was LoRa ist. Und es hatte echt ganz gute Informationen drin. Als zweites haben wir die WAN-Spezifikation gefunden. Das ist eins oben drüber, aber es sind auch Referenzen zu dem Physical Layer, den wir hier gerade besprochen haben. Und dann haben wir zwei Info-Files von Semtech, die viel dabei hatten. Das eine war ein Referenzalgorithmus für eine Whitening-Sequenz, ein Scrambler. Und das zweite Dokument, das hat im Prinzip ein Glossar geliefert. Es gab auch vorherige Implementierungen. Also hier das eine Open Source Projekt, dieses RTL SD Rangelove. Und das zweite, da gab es eine Wiki-Seite, wo ganz abstrakte Betrachtungen waren, die halt das, was ich auch gerade beschrieben habe, abbilden. So, jetzt können wir ein paar Definitionen rausholen. Wir haben die Bandbreite. Wie breit ist das Spektrum, das der Chirp breit ist? Dann der Spreading Factor, das ist, wie viele Bits pro Symbol kodiert sind.
und die Chirp-Rate. Das ist die erste Ableitung der Frequenz, mit der die Chirps passieren. Wir können aus dieser Dokumentation ein paar Zahlen rausziehen. Also für die ersten beiden haben wir gemeinsame Konstanten und aus dem dritten, das dritte können wir ausrechnen davon. Und weil es eine endliche Anzahl von Zahlen ist, können wir einfach alle Kombinationen durchprobieren, bis wir das gefunden haben, was funktioniert. In der ersten Frage, was ist ein Symbol? Es sind frequenzmodulierte Chirps und jedes Mal, wo das an eine andere Stelle springt, da ist das Symbol. Wir wollen drei Sachen machen. Wir müssen den Anfang des Frames identifizieren, also die Präambel. Dann müssen wir die Daten finden und dann müssen wir die Daten aus diesen sofortigen Weitersprung herausfinden. Wir transformieren das Signal, indem wir es dechirpen. Also erstmal ein bisschen Mathe. Okay, das ist eine grundlegende Eigenschaft von komplexen Signalen. Wenn man zwei Signale zusammen multipliziert, dann hat das Signal, das man rauskriegt, die Frequenz der beiden multiplizierten Signale. Wenn man ein Signal mit einem Signal mit seinem inversen Signal multipliziert, kriegt man null. Also wenn man ein Upchirp und ein Downchirp multipliziert, kriegt man eine konstante Frequenz. Warum DC, wenn die... Wir werden auf jeden Fall einen Offset haben, deswegen ist es nicht null. Was passiert jetzt, wenn man so ein Chirp-Signal multipliziert mit einem, zweimal jeweils mit einem Upchirp und einem Downchirp multipliziert? Was passiert? Wenn man das macht, kriegt man diese hübschen Bilder. Also was man hier sieht, sieht man diese ziemlich komplizierten diagonalen Chirp-Signale, aber sie sind jetzt in ziemlich reguläre Signale, ziemlich hübsche Signale transformiert und damit können wir jetzt arbeiten. So, und die müssen wir jetzt untersuchen, oder? Okay, also ein Symbol ist ja ein Zustand des Signals, der eine gewisse Menge von Bits repräsentiert. Und der Lorentz-Pringle-Spektrum-Faktor definiert die Anzahl von Bits in jedem Symbol. Wie viele Symbole könnten das sein? Okay, jedes Bit hat 2, 0 und 1. Und so how can we start to quantify these symbols and start to pull them out of the phi? Okay, wie können wir diese Symbole dekodieren und aus dem physikalischen Layer extrahieren? Wir müssen das Signal entchirpen, wie wir es eben beschrieben hatten. Dann machen wir eine schnelle Fourier-Transformation auf das entchirpte Signal. Und dann, wenn wir das jetzt richtig gemacht haben, dann wird die stärkste Komponente in der FFT ist dann das Symbol, das wir gesucht haben. Und wir erwarten eigentlich eine starke Komponente pro FFT. Wenn wir das jetzt gemacht hätten, ohne es zu entchirpen, dann wäre die Energie in der FFT über das ganze Band verschmiert. Aber nach dem Dechirpen, wie eben beschrieben, dann wird die ganze Energie in ein einziges Band, in einem einzigen Band in der FFT auftauchen. Okay, hier ist wieder die
Okay, hier ist die Farbe ist wieder die Signalstärke und da erwarten wir, dass wir das Symbol finden. Also nochmal die Schritte, die wir gemacht haben. Erstmal suchen wir nach der Präambel, also dem Initialsignal. Also wir suchen jetzt nach dem stärksten Signal, das in dem gleichen Band ist für eine gewisse Zeit. Okay, wenn wir es dechirpen, dann kriegen wir zwei verschiedene Datenströme. Einmal den, wo wir mit den Upchirps multipliziert haben und einmal mit den Downchirps. Und wir können mit dem gleichen Algorithmus arbeiten auf beiden Kanälen. Okay. Und um das SFD richtig zu finden, ist sehr wichtig um den Empfänger zu synchronisieren. Eine schlechte Synchronisierung kann dann die ganze Energie zwischen verschiedenen Frames verteilen, dann kriegt man kein vernünftiges Signal. Okay, hier hat man in jeder Zeile zwei starke Signale und das ist quasi, weil wir die zwei Chirps in einer Zeile gemischt haben, deswegen können wir das nicht mehr unterscheiden. Und jetzt deswegen benutzen wir eine Technik, die sich überlappende FFTs benutzt. Und damit bekommen wir eine bessere Zeitauflösung in den FFTs. Es ist ziemlich aufwendig, aber es gibt uns viel bessere Ergebnisse. Man sieht es hier ziemlich schlecht. Ich zeige gleich ein besseres Bild. Okay, wenn wir diese überlappenden FFTs benutzen, können wir das SFD synchronisieren und wissen dann, wo das erste Symbol ist in unserem Puffer, dann können wir zu dem weniger aufwendigen normalen FFTs zurückkehren. Okay, jetzt rechts sieht man exakt, wo das stärkste Band ist. Okay, jetzt links, rechts ist es jetzt deutlich klarer. Okay. Das Letzte, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Demodulierung fertigstellen. Wenn unsere Chirps nicht perfekt phasensynchron sind, dann wird das Signal nicht auf der richtigen Referenz laufen. Okay, wir müssen also irgendeinen Weg finden, um diesen Phasen-Offset zu kompensieren. Und immer wenn die Präambel kommt, dann heißt es immer Symbol, dann ist es einfach immer die Symbol mit Wert 0. Und das verwenden wir dazu, okay. Okay, das war's? Nein, nicht wirklich, also wir fangen gerade erst an. Okay, aber die Daten hier sind kodiert. Okay, was ist eine Kodierung? Das ist, das heißt, die Daten werden transformiert, bevor sie gesendet werden. Warum macht man das? Weil das die Enkodierung, die Robustheit des Signals erhöht beim Senden. So, zum Beispiel hier, das ist das 900 MHz Band. Okay, das ist ein Bild von dem 900 MHz-Band, wo LoRa läuft, und man sieht, hier ist ein Haufen Zeug unterwegs, das nichts mit LoRa zu tun hat, und das stört LoRa natürlich. Das heißt, die Funkumgebung ist eine fiese Umgebung. Und denk dran, LoRa ist Closed Source, das heißt, wir haben ein paar Datenblätter, aber wir wissen nicht wirklich, was in diesem physikalischen Layer steckt. Oder im Fall. Okay, und jetzt gucken wir uns einfach das an und finden raus, wie das funktioniert. Also von dem Patent haben wir schon mal ein paar sehr gute Hinweise bekommen. Das erste ist Grau-Indizierung von Symbolen. Das heißt, dass
gibt eine höhere Fehlertoleranz. Dann hat man Data Whitening, Datennormalisierung, das eine gewisse Zufallsfaktor in das Signal bringt, das breiter verteilt. Dann hat man Interleaving, das verwischt Bits im Frame. Und dann haben wir Forward Error Corrections, das heißt, es gibt Redundanz im Signal. Okay, super, das ist einfach, oder? Nein. Warum? Weil die Dokumentation leider lügt. Und auch die klarsten Signale können uns in Sackgassen führen. Okay, ich zeige euch warum. Wir haben Gray Indexing oder Gray Coding. Damit, was wir gefunden haben, ist Gray Coding, Data Avoiding. Dafür müssen wir die Zufallszahlengeneratoren finden, die dafür benutzt werden. Dann haben wir einen Interleaver-Algorithmus, der im Patent definiert ist, und wir haben und der vierte Schritt, aus dem vierten Schritt kann man vermuten, dass ein Hamming-Algorithmus benutzt wird. Okay, das Erste, was ich hier, auf was ich eingehen will, ist das Data Whitening. Okay, und das verrechnet die Daten mit einer zufälligen Folge, und wenn man die zufällige Folge nicht kennt, hat man keine Chance, die Daten wiederherzustellen. Okay, beim Whitening nimmt man den Puffer, den man senden will, XORt den mit einer pseudo-zufälligen Sequenz. Und wenn der Empfänger den Frame empfängt, dann XORt den Frame mit der gleichen pseudo-zufälligen Sequenz, und damit kriegt man die ursprünglichen Daten wieder raus. Okay, warum macht man das? Warum? Weil diese zufallsbehandelten Daten helfen dem Empfänger bei der Synchronisierung. Weil wenn man das bedeutet, dass man sehr viele Übergänge im Signal hat, was dem Empfänger bei der Synchronisierung hilft. Und Manchester-Kodierung tatsächlich reduziert, könnte man auch nutzen, aber das reduziert die Bitrate, und Whitening tut das nicht. Okay, was haben wir? Wir haben die Whitening-Algorithmus in der Application-Note, wir haben ein paar Beispiele aus dem RTLS der Strangelove, und nichts von dem hat funktioniert. Okay, wie machen wir es? Man kann was senden, wo wir wissen, dass wird den Whitening-Algorithmus in Zustand versetzen, aus dem wir was gewinnen können. Okay, wir müssen also ein paar Annahmen machen, um uns durch dieses Blackbox-Problem durchzuiterieren. Okay, wenn wir mal annehmen, dass die FEC wirklich das Hamming and Four ist aus der Dokumentation, und dann nehmen wir an, dass der Spreading Factor 8 ist. Hamming 8-4 code word per 8 bits per symbol, right? Because if we set the number of total bits in our Hamming error correcting code to 8, und we have 8 bits per symbol, fits very nicely and should work out well. Now there's another very useful property of the Hamming. Jetzt gibt es eine weitere interessante oder nützliche Eigenschaft. Das Hamming 8.4 enthält 4 Datenbits und 4 Parity Bits jeweils. Und aus diesen 16, also in 14 von den 16, sind 4 Einsen und 4 Nullen. Für die Null ist das Codewort alles Nuller. Das heißt, wenn wir der FEC-Scheme, dem Hamming, eine Null, dann kriegen wir doppelt so viele Nullen raus.
Das können wir verwenden. Also übertragen wir einen String von nur Nullern. Also wir haben jetzt hier gesagt, wenn wir diese Nuller übertragen, dann kommt das da hinten raus. Das Interleaving, das schauen wir im Patent nach. Es sollte nichts dazu fügen, es sollte die vielleicht in der Gegend rumführen, sollte die vielleicht verschieben, aber nichts hinzufügen. Wenn ich ein paar Nuller rumfüge, dann rumwürfel, dann sollte immer noch Nuller rauskommen. Dann habe ich das Data Whitening, den Abschnitt mit dem Whitening, und das ist, was wir versuchen herauszufinden. Und der erste Schritt ist irgendeine Art von Gray Coding. Reverse Gray Coding or nothing at all. You know, it's just something they didn't implement. That leaves only three permutations here. Also es sind drei Permutationen. Wenn es Gray Coding, Reverse Gray Coding oder gar nichts ist. To really just figuring out which of the three states this which of the three operations this first. Also wir müssen nur noch rausfinden, welches von den ersten dreien das ist. Müssen wir drei Dinge ausprobieren und dann können wir die Whitening-Sequenz von dem Sender herausfinden können. Wir nehmen also eine Nulle. Das Whitening macht einen XOR mit diesem Input, mit den Nullen. Und dann erzählt uns der Sender, was die Whitening-Sequenz ist. Und dann können wir es nehmen und können es wieder reinstecken und den Rest ausrechnen. Das nächste ist der Interleaver. Hier ist die Formel aus dem Patent. Und es hat nicht funktioniert. Jetzt muss ich da durchgehen. Es war das Allerschwerste, was wir hier gemacht haben. Ich zeige euch den Prozess, ohne dass ihr Dinge ausprobieren müsst, die nicht funktioniert haben. Wir werden Eigenschaften von dem Hamming vor der FEC ausnutzen. Diesmal werden wir die 4-1er ausnutzen. In diesem Fall ist halt das Codewort 8-1er. Wir haben jetzt hier Pakete hergestellt, wo wir vier Bytes und wir suchen nach Mustern, indem wir halt die 1 durchlaufen von links nach rechts. Okay, die Frage ist, wer sieht's und wer sieht's jetzt? So, die untere Zeile, zweite von rechts. Die ersten beiden signifikanten Bits sind vertauscht. Wir können jetzt diese diagonalen Positionen können wir in eine De-Interleaving Matrix übertragen. Also, und jetzt haben wir hier diese Tabelle neben die Datentabelle, die wir gesucht haben. Hier haben wir die Hamming Code Words dick auseinandergenommen. In der Mittelspalte auf der linken Seite sind die vier Datenbits, die wir suchen. Die rechte Spalte in der linken Tabelle sind die Parity-Bits. Ich mache es einfach, wenn ihr lang genug drauf schaut, dann seht ihr, dass ihr die Bit-Reihenfolge verändern könnt und hier sind die Muster. Also wir können diese Korrektur-Matrix einfügen. Wir sehen, dass die Parity-Bits 1 und 2 schön damit korrelieren. Die 5 und 4 sind auch ein gutes Mapping, aber die sind vertauscht. Wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir die Forward Error Correction anwenden und das ist die Modellierung.
Jetzt muss ich noch kurz erzählen, wo wir falsch gelaufen sind. Wir hatten tolle Dokumentation für alles. Aber nachdem wir das alles implementiert haben, haben wir festgestellt, dass drei von vier nicht gestimmt haben. Einer war okay. Einer war, wie sie es beschrieben hatten. Wie haben wir es geschafft, das zu lösen? Also es ist wichtig, dass man sich darüber klar wird, wie wir es geschafft haben. Das Wichtige war, das Problem einzugrenzen und Einzelteile zu betrachten. Wir haben das in zwei Schritten gemacht. Zuerst haben wir das Interleaving in der Forward Error Correction rausgeschmissen, ausgecancelt. Und dann haben wir herausgefunden, wie das Gray-Indexing und das Data-Whitening zusammen funktioniert hat. Und dann war das Letzte, das wir noch herausfinden mussten. Und wir haben also Open-Source-Informationen verwendet, wir haben Annahmen getroffen. Und jetzt haben wir diese vier Schritte oder diese vier Ebenen in ein Experiment kondensiert. Und das haben wir dann halt ausprobiert. So, jetzt kommt die Struktur von diesem Paket. Das ist ein Bild aus einem von den Datenblättern. Am Anfang ist die Präambel, dann kommt der Chirp. Da ist das Sync-Word und da ist der Header. Der Header ist wohl nur in einem bestimmten Modus, nämlich dem Explicit-Modus vorhanden. Der Explicit-Mode, der hat einen File-Mode, der hat hier verschiedene Sachen drin. Das Payload, das CRC und das Forward Error Correction. Implizit geht einfach davon aus, dass der Empfänger das alles schon weiß und überspringt diesen Teil. Wir können implizit verwenden, was die Whitening Sequence ist, und können wieder zu explicit umschalten und können sehen, was die Werte dazu sind. Nee, das hat so einfach nicht funktioniert. Implizit und explizite Header verwenden verschiedene Whitening-Sequenzen. Der Phi-Header ist versteckt, auch wenn man implizites Whitening verwendet. Also wir haben den Header und da steht, die Code Rate ist immer, also der Hamming 4, 8, Forward Error Correcting Code ist immer used dafür. Der Spreading Factor, also die Code Rate ist immer noch 4.8 und der Spreading Factor ist Spreading Factor minus 2, auch wenn der Header implizit ist. Okay. Okay, nochmal. Die ersten 8 Symbole, egal ob man jetzt im impliziten oder expliziten Modus ist, ist immer SF minus 2 for 8. Okay, dann gibt es ja den Low Data Rate Modus. Wenn das gesetzt ist, dann sind alle anderen Symbole in dem File Packet auch mit dem gleichen Spreading Factor gesendet. Das ist dafür gut, wenn sehr viel Rauschen auf dem Kanal ist. Okay, sieht Laura cool aus? Okay. Und also damit kommen wir zu GIA LoRa, und das ist eine Open-Source-Implementierung des LoRa-File, das ziemlich cool mit SDR funktioniert. Es ist Open Source Software, es hat eine tolle Community. Dieses Toolkit hat eine große Community, und das GIA LoRa arbeitet für GNU Radio. Ja. GNU Radio ist ein sehr großes Toolkit.
Okay, mit den Datenblättern, die wir zu jedem der LoRa-Radios haben, da geht es immer um Layer 2 und darüber, und es gibt eigentlich keine Daten, was LoRa wirklich macht. Okay, und um das klar zu machen, zeige ich euch ein paar Exploits, die. Und zum Beispiel hat Travis Goodspeed Okay, und dann haben wir dazu noch das Wireless Intrusion Detection System von. Okay, und die haben es geschafft, Fingerprinting zu machen über Radio State Machines. Okay, und so damit kann man dann Pakete erzeugen, die dann von bestimmten Empfängern empfangen werden können und von anderen nicht. Also der physikalische Layer oder Files sind wichtig. Okay, und worum es mir auch geht, ist jetzt hier, das Protokoll zu verbessern und auch die Sicherheit zu verbessern. Josh Blooms hat ein LoRoF SDR für Fotos, okay, und das kann aber nur zu sich selbst sprechen und nicht zu tatsächlicher Hardware. Dann gibt es was von RPP0 auf GitHub. Also, das kann man sich auch ansehen, das ist ziemlich cool. Okay, meine GR LoRa Implementierung. Wenn ihr sowohl Forward Error Correcting und On-Modellierung im gleichen Block haben wollt, dann könnt ihr das machen. Es gibt ein einfaches PDU-Interface, das asynchron ist zwischen den Blocks mit WebSockets. Ich zeige es gleich in der Demonstration. IEEE 8154, und der Sebastian ist hier, der das gebaut hat. Ich habe das verwendet. Der Demo-Modulator und der Decoder haben wir hier auseinandergenommen, dann haben wir Module gebaut. Der Modulator, der verwendet eine effizientere Methode. Der nimmt nicht erst das FFT und macht es danach, sondern wir machen die beiden Schritte in einem, indem wir indexen rein in einen Chirp. Ich habe das hier auf diesem GitHub hochgeladen vor zwei Stunden, und jetzt gebe ich euch noch eine Live-Demo. Hier ist das, was ich tue. Also ich habe ein Gedicht geschrieben. Hier haben wir ein Adafruit-Radio mit einem LoRa-Radio dran. Und wir wollen unten das USRP, mit dem wir es empfangen wollen. Jump over to my VM if I can. Let me see if I can get this up on the screen. Mal schauen, ob ich die virtuelle Maschine hier auf den anderen Bildschirm kriegen kann. Bear with me one moment. Einen Moment bitte. Here we go. Hier geht's los. Show you all the entropy of my password. We're going to start our receiver here, and now I'm. Also hier habe ich einen Empfänger gestartet. Going to just open a socket here. Und dann öffne ich einen Socket. And I'm going to start my transmitter. Und jetzt starte ich den Sender und schaue, was ich hier habe. Da kommt's raus. In case you're unsure of what you're looking at. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr hier seht, habe ich es mal ein bisschen größer gemacht. Ich muss noch zwei Sachen nachliefern.
Ihr könnt mir auch helfen. Ich habe das im Detail aufgeschrieben. Und wenn ihr mehr über Radios und Software-Defined Radio hören wollt, dann ist das hier ein guter Artikel von dem Mark. Es erklärt die Grundlagen und wie man es anwendet. Zusammenfassend, diese LP-WANs, da gibt es immer mehr davon. Die Radio-Stacks, die werden immer breiter gefächert. Wireless ist jetzt nicht mehr Wi-Fi. Und wenn ich ein Sicherheitsadmin bin, dann muss ich jetzt auch einmal aufpassen auf diese ganzen anderen Sachen, die da hier in die Firma reinkommen. Technisch habe ich gezeigt, wie man wie von einem undefinierten Radiosignal zu den Bits gehe. Und jetzt möchte ich noch ein paar Leuten danken. Hier sind der Balint Seber von Bastille, dann dem Josh Blum, dem Thomas Tellkamp und Jack Minger. Und vielen Dank. Jetzt nehme ich gerne eure Fragen entgegen. Wie du willst. Nee, nicht abwechseln. Nur einer. We are almost out of time. Thank you very much, Matt. Okay, wir haben fast keine Zeit mehr. Danke, Matt. Wir können ein paar kurze Fragen machen. Okay, bitte das Mikrofon von rechts. Okay, ich erinnere mich an dich. Wir haben uns auf der Konferenz getroffen. Gibt es Möglichkeiten, die Verlässlichkeit eines dichten LoRa-Netzwerks zu qualifizieren? Ich glaube schon, aber ich habe mich noch nicht mit Benchmarking auseinandergesetzt. Also ich habe mich nur damit mit der Dekodierung und der Informationsextraktion beschäftigt. Okay, es gibt Jungs in San Francisco, die sich damit beschäftigen. Und das sollte man sich vielleicht anschauen. Schau dir das mal an. Okay, wir haben eine Frage aus dem Internet. Wie lange hast du gebraucht, um das alles rauszukriegen? Okay, ich habe im Januar LoRa das erste Mal bin ich darauf gestoßen. Und es hat so vier bis fünf Wochen Vollzeitarbeit gebraucht von dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, lass uns das machen, bis ich die ersten wirklichen Resultate hatte. Während du diese zwei unbekannten Layers dekodiert hast, hattest du da schon Hardware, die das schon gemacht hat? Okay, das Chip, den Chip-Transmitter, den ich hier habe, den hatte ich schon, okay, aber man konnte da das... Okay, man konnte das meiste von dem Overhead, von den Funktionen abstellen. Außerdem impliziten Headers. Und das heißt, mit dem Ding konnte ich so ziemlich rohe Frames bekommen. Okay, wir nehmen noch eine. Now many people are wondering what implications that is. Viele Leute basically the patent is not used at all. So fragen sich, could you say that this technology is patent free in a way? Was für Implikationen Patente auf diese ganze Sache haben? Kann man jetzt sagen, dass diese Technologie patentfrei ist? Okay. Ich kann nicht sagen, das Patent ist so allgemein wie möglich formuliert und es beschreibt eine Technik, die ähnlich zu LoRa ist, aber ich bin nicht sicher, ob LoRa davon abgedeckt ist oder nicht. Danke, Matt Knight. Applaus bitte.